In dieses Video werde ich über Sellbriefe und Filter reden. Oft kommt die Situation, dass man nicht alle Datensätze drucken will. Also das heißt, ich habe jetzt einen Sellbrief und meine Datenquelle, zum Beispiel die hier, hat dann diese ganzen Daten. Aber in meinen Sellbrief will ich nicht alle diese Datensätze drucken, sondern nur ein gewisser Teil. Zum Beispiel, heute will ich einen Brief schicken an alle, oder der beinhaltet nur zum Beispiel diese Autos. Das nächste Mal soll dann ein anderer Brief, soll dann, was weiß ich, zum Beispiel nur diese Autos dann haben. Und deswegen benötigt man Filter, um das zu erreichen. Ich gebe mal hier ein kleines Beispiel. Ich habe jetzt hier ein Verzeichnis, also kein Serienbrief, sondern ein Verzeichnis. Das hat man in einem voriges Video das erklärt, der Unterschied zwischen Brief und Verzeichnis. Und ich habe jetzt hier ein Verzeichnis von Autodetails, das will ich an Kunden rausschicken. Und zwar, wenn man jetzt hier sieht, auf einzelne Dokumente bearbeiten geht, dass man alle untereinander hat, dann kriege ich so etwas. Und das will ich dann an den Kunden rausschicken. Das sind dann die ganzen Autos, die für diesen Kunde interessant sein könnten. Okay? Aber das sind jetzt in dem Fall sind es alle Autos. Ich will aber nur ein gewisser Teil. Und da kommt man filtern. Das heißt, mich interessieren nicht all die Autos, die ich im Angebot habe. Weil nehmen wir an, ich habe jetzt 20.000 oder 30.000 Autos oder sogar 3.000 Autos. Ich könnte nicht alle denen schicken, weil nicht alle würden ihn interessieren. Und wie man mit Filter arbeitet, was Filter eigentlich machen, sie blenden die uninteressanten Datensätze aus und lassen nur die interessanten Datensätze. Und wie man mit Filter arbeitet ist, oder wie man Filter setzt, ist, da ist eigentlich über diese Schaltfläche hier Empfängerliste bearbeiten. Wenn man da drauf geht, sieht man hier eine Art Vorschau von der Empfängerliste, die man hat, oder von den Daten vielmehr, die man hat. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Also zum Beispiel, ich könnte jetzt einzelne Datensätze so ausblenden. Die erscheinen dann nicht mehr im Brief. Okay, das wäre eine Möglichkeit. Also zum Beispiel, jetzt habe ich hier ein paar ausgeblendet und wenn ich dann gehe, dann habe ich die dann nicht mehr. Ja, die sind dann weg. Eine andere Möglichkeit, eine viel effektivere Möglichkeit, wenn man jetzt gewisse Regeln hat. Also zum Beispiel, nehmen wir an, jetzt ein Kunde ruft mich an und er sagt, er interessiert sich für Autos, die unter 20.000 Euro kosten. Dann gehe ich hier auf Filter und er hat gesagt, Autos, die unter 20.000 kosten, also muss ich mir das entsprechende Feld aussuchen. Das ist in dem Fall der Startpreis. Unter 20.000 heißt kleiner als und dann 20.000. Okay? Und auf OK. So, jetzt, wenn ich jetzt zum ersten gehe, da sieht man, ich habe das hier. Zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter und das war's. Ich habe, so, und das sind die ganzen Autos, die unter 20.000 sind. Okay? Also ich habe jetzt den Datensatz, wenn man jetzt hier geht, und dann kann man hier gehen auf einzelne Dokumente bearbeiten und auf alle. Und jetzt kann ich diese Liste an den Kunden rausschicken, die beinhaltet nur die Daten, die unter 20.000 sind. Okay? Man kann auch den Filter noch enger gestalten. Und zwar, ich gehe wieder hier rein, Empfängerliste bearbeiten, gehe wieder auf Filter. Man sieht ja, das ist mein erster Filter. Er hat jetzt gesagt, ihn interessiert auch nur die Marke Ford. Also, dann gehe ich auf Hersteller. In dem Fall gleich Ford. Okay. So. Und okay. So, und jetzt, wenn wir jetzt gehen auf Einzeldokumente bearbeiten, alle, dann sieht man hier, hat man die ganzen Fords. Und man sieht dann, alle sind unter 20.000. Und man kann den Filter noch enger. Jetzt hat er noch was gesagt. Also ich mache mal hier wieder zu. Da sind wir wieder im Hauptdokument zurück. Man kann den Filter noch enger gestalten, je nachdem, was der Kunde will. Jetzt der Kunde hat nochmal angerufen und gesagt, ja, Ford, ja, aber nicht alle Fords kommen in Frage. Interessieren nur die Focus. Also in dem Fall nicht Hersteller, sorry, sondern Modell. Gleich Focus. So. Und jetzt sieht man hier, jetzt haben wir eigentlich nur 4 Autos kommen in Frage. Von den ganzen, ich weiß nicht, wie viele Datensätze habe ich, wenn ich hier gehe in eine Excel-Datei, ich habe 72 Datensätze und von denen sind nur 4 interessant. Ja? Und die kann ich dann jetzt hier auf einzelne Dokumente bearbeiten und dann
Okay, und jetzt habe ich hier, und das kann ich jetzt dem Kunde rausschicken, alle vier Modelle, die nach seinen Kriterien gehen. Okay, und das ist der Sinn von Filter. Und wie man hier sieht, Filter setzen geht über Empfängerliste bearbeiten und dann über Filter. Und da sieht man, die Filter sind da drin. Ich will nur noch eins erklären, was der Unterschied zwischen und, man hat hier und oder oder. Bei und muss jeder Datensatz, also ich mache mal jetzt alle löschen. Ja? Fangen wir mal an. Wir haben ja vorhin gehabt den Startpreis unter 20.000. Und wenn ich jetzt sage und Hersteller gleich Ford, das heißt, jeder Datensatz muss beide Bedingungen erfüllen. Ja, das ist der Effekt von und. Wenn ich jetzt oder sage, dann muss jeder Datensatz mindestens eine Bedingung, also entweder ist der Preis kleiner als 20.000, also es kann auch ein Open sein, ja, oder ist die Marke Ford. Also ist, in dem Fall kämen alle Fords in Frage oder alle anderen Autos, also die nicht von Ford stammen, die unter 20.000 kommen. Und das ist der Unterschied zwischen oder und. Und diese mit und oder kann man dann diese Kriterien verknüpfen. Und wenn man jetzt die Filter nicht mehr braucht oder man will jetzt was ganz Neues machen, dann hier auf alle löschen. Und so sind jetzt alle Filter weg. Und das heißt, alle Daten sind wieder da. Und das ist das Ganze, was man über Filter sagen kann. Ja, und der Rest ist ja dann wie gehabt, die von der Handhabung, wie beim normalen Zellenbrief, man geht auf einzelne Dokumente bearbeiten, beziehungsweise auf Dokument drucken. Dann kann man dann die gefilterten Dokumente oder gefilterten Datensätze dann ausdrucken oder dann speichern.